Gottes für Potemkin? Längster Außenseiter im Feld ist Felician, ein ehemaliger Gruppensieger, der hier schon so manche Schlacht geschlagen hat. Miki Kadedu reitet für Ferdinand Lewe. Es gibt 222 für 10 am Wettmarkt. Matchwinner kommt als letzter Kandidat heran. Alles ist startklar für diese Gruppe 3 Prüfung. Und der Start ist erfolgt an der 2000 Meter Marke. Zunächst einmal kein Tempo im Feld. Wer übernimmt das Kommando an der Innenseite? El Loco und Devastar. Das sind die ersten beiden Kandidaten. Dahinter sehen wir Potemkin an der Innenseite. Space Cowboy in Positionsverbesserung bemüht. Außen galoppiert Palace Prince in aktuell fünfter Position. Sechstes Pferd ist Felician. Siebtes Pferd Tiquin. Und letztes Pferd in gewohnter Manier auf Warten geritten. Matchwinner mit Stephen Hellin. So geht es die Gegenseite hinunter. Vorne da pullt er El Loco in den Händen von Martin Seidel, drei Längen vor Space Cowboy, Devastar, also das Trio von Markus Klug auf den Plätzen 1, 2, 3. Dann Palace Prince an der Innenseite, Potemkin, der hat eine optimale Ausgangsposition. Dahinter sehen wir Felician vor der einzigen Stute im Feld, vor T-Queen und vor Matchwinner bleibt am Ende des Feldes. Ausgangs der Gegenseite ist der Rastatterbogen in diesem Moment erreicht. El Loco zeigt den Weg, führt vor Devastar, Space Cowboy, Palace Prince. Dann sehen wir Potemkin vor T-Queen, vor Felician und vor Match Winner. So geht es aus dem Bogen bereits hinaus. Das Tempo wird etwas freier und vorne hat El Loco mittlerweile drei Längen Vorteil vor Space Cowboy. Da muss Daniele Porcu schon ein wenig die Arbeit beginnen. Devastar, dann Palace Prince, Potemkin macht sich auf die Verfolgung, T-Queen, Felician und Matchwinner bleibt letztes Pferd. El Loco marschiert an der Spitze mit Martin Seidel. Das sind nach wie vor drei Längen. Es geht in den Einlauf hinein im sportlichen Highlight des heutigen Tages. El Loco außen, Devastar, Palace Prince macht einen bärenstarken Eindruck. Wo ist Potemkin? Der versucht jetzt nachzusetzen. T-Queen und ganz an der Außenseite kommt jetzt vor allen Dingen einer und der heißt Matchwinner. Vorne ist es der Palace Prince. Palace Prince ist vorne vor Potemkin außen, Matchwinner. Dann ist es El Loco mit Devastar, T-Queen. Queen in Space Cowboy. Palace Prince, der hat im Frühjahr die Badener Meile gewonnen und heute gewinnt er das ehemalige Spreti-Rennen. Palace Prince vor Devastar wahrscheinlich noch, dann Potemkin, dann Space Cowboy, dann El Loco Matchwinner, die Queen und Felicia. Vorläufiger Einlauf für das sechste Rennen des heutigen Tages, 62. Preis der Sparkassen. Finanzgruppe, das ehemalige Spreti-Rennen. Siegreich ist die Programmnummer 1, Palace Prince mit Philipp Minarek im Sattel. Zweites Pferd, die 4, Devastar unter Adri de Vries und dritter war die 3, Potemkin mit Eduardo Pedrosa. Vorläufig heißt das also 1, 4 und die 3. Ja, nun darf gefeiert werden hier vor den
Tribünen. Wir sehen ihn, den vorläufigen Sieger im ersten Highlight der großen Woche, dem 62. Preis der Sparkassen, Finanzgruppe. Ja, dieses Pferd kennen wir hier bestens in Iffezheim. Während des Frühjahrsmeetings konnte er bereits die Badener Meile auf Gruppe-Ebene gewinnen. Und heute hier, während der großen Woche, gibt es also den nächsten ganz großen Treffer für Palace Prince. Ein fünfjähriger Arayon-Sohn im Besitz des Gestüt Hönihof von Herrn Hellwig. Jean-Pierre Cavallo in Bergheim ist der Trainer und der Siegjockey Philipp Minarek. Ja, und es darf ruhig geklappt.